Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, hallo, heute zu unserem fünften Teil unseres Podcasts. Zu Gast heute aus Hameln, ich sag mal, Jonathan Rippchen-Schütte. Genau. du bist mal richtig schlau, du studierst auf Lehramt Mathe und Geschichte. Ein Semester hast du noch vor dir. Ich kenne Leute, die sind nicht so schlau. Rippchen, stell dich mal kurz vor, erzähl mal was zu dir, was machst du momentan? Ja, ich bin Jonathan Schütte, in der Dart-Szene deutlich besser bekannt als Rippchen hier in Niedersachsen. Man kann durch ganz Niedersachsen touren, wenn man Jonathan Schütte sagt, ist man dann eher nicht so bekannt, kommt dann der Spitzname, ist dann schon klarer, wer gemeint ist. viel Darts-technisch unterwegs, nebenbei sage ich mal eher sogar nur das Studium, also hauptsächlich spiele ich dann gerne mein Hobby in den Vordergrund und studiere so eher nebenbei. Aber da bin ich jetzt fast fertig, genau. Und dann geht es ins Referendariat, wenn es soweit ist. Ja, cool. Wie hat das bei dir angefangen? Deine, ich sag mal, mittlerweile doch, man kann sagen, Dart-Karriere? Ja, das war ziemlich stürmisch, 2015. Das war dann die WM 14-15, die so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, wo man dann das erste Mal Darts geguckt hat, mit einem Kumpel zusammen und meinem Bruder. Und dann ging es eigentlich in so einer Holzhütte los, wo wir uns eine Scheibe aufgehängt haben und erstmal ein halbes Jahr nur Around the Clock gespielt haben. Also erstmal nur 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, bis man dann gemerkt hat, auch ja, man könnte ja jetzt auch mal anfangen normal zu spielen, 501 runter. Und dann ging es ziemlich schnell im Sommer 2015 los mit einem Turnier bei 79 in Hameln, wo ich dann auch schon gemerkt habe, okay, du kannst ja doch schon einiges und die das bei 79 auch ziemlich schnell bemerkt haben. Und ja, dann ging es los ins Vereinsleben bei 79, ziemlich schnell. Ist alles sehr familiär da, obwohl es so ein großer und alter Verein ist in Deutschland. Ziemlich viel trainiert dann, 4-5 Stunden am Tag, vorm Studium noch. Das ging dann Ende 2015 los und seit Sommer 2016 würde ich sagen, ja, das passt. Bin ich im A-Team in Hameln und übernehme da auch den Captain-Posten. Ja, cool. Apropos Captain-Posten, was machst du sonst noch alles bei Hameln 79 oder was hast du gemacht? Soweit ich weiß, hast du auch sportlich, also Sportchef, sagen wir mal so in der Art, bist du da schon aktiv gewesen? Ist das noch aktuell und was machst du sonst noch? Ja, genau, also das ging dann 2017 los, kurz nachdem ich da so ein bisschen ein paar Angeln übernommen habe, sage ich mal, wurde ich dann Spielführer in Hameln. 2017 und 2018 habe ich den Posten ausgeübt. Also die Turniere zu leiten, die Teams zusammenzustellen für die einzelnen Saisons und so weiter. Das habe ich dann 2018 auf Eis gelegt, weil ich gesagt habe, okay, ich habe selbst ein wenig Talent, wenn man das so sagen darf, und ich möchte mich wieder ein bisschen mehr auf mein eigenes Spiel konzentrieren, als um das Drumherum. Habe dann aber doch nicht alles so lassen können, da auch mit der Vorstandsarbeit, und habe mich dann dazu entschlossen, den Medienreferenten zu übernehmen. Sprich den Online-Auftritt von Hameln 79, die Website, die Facebook-Seite, gern mal vorbeischauen, um einmal kleine Werbung reinzuschmeißen. Und die Öffentlichkeitsarbeit, sprich ich kümmere mich auch um die Connections mit den Zeitungen oder den Online-Präsenzblättern, wie zum Beispiel Avesa, das ist im Weserbergland da unten, ein wenig bekannter. Und die machen viele Sportsmitteilungen und haben Darts jetzt auch ein bisschen mehr mit ins Programm genommen. Genau, das übernehme ich jetzt neben den A-Team-Captain-Posten noch. Und ich habe 2018 die Weserbergland Premier League ins Leben gerufen. Das ist eine Einzelliga mit sehr talentierten Dartsportlern aus dem Weserbergland. Wir haben angefangen mal mit 10 bis 12 Leuten aus Diedersen. Die spielen bekannterweise ja Bundesliga, einige von uns selbst. Mittlerweile über 2019 sind dann auch ein paar Bielefelder Jungs mit dazugekommen, die einen ziemlich guten Dart spielen und auch sollte das jetzt noch irgendwann nach dieser schwierigen Zeit wieder möglich sein, ist auch für 2020 wieder die Premier League geplant. Wir wollen sogar ein bisschen erweitern, vielleicht gehen wir auf 16 Spieler hoch und wollen es ein bisschen attraktiver machen mit möglicherweise einem Freitag- oder Samstagabend. Vorher haben wir immer sonntags gespielt und dann die Spiele online gestreamt. Mal schauen, was da jetzt noch möglich ist, wenn es die Zeit und die Umstände wieder erlauben. Ja, wie man sieht, braucht man gar nicht so lange, um, wenn man richtig ja, stark dran bleibt, dass man gut wird, dass man gut ist. Und wenn man dann auch noch ein bisschen Initiative entwickelt und im Verein noch etwas zu machen,
Super geil. Wo spielst du sonst noch überall Dart? Also, das ist ja nicht nur bei Hameln. Ich habe auch gehört, dass du studierst in Paderborn, dass du da auch irgendwie was machst in Sachen Dart und PDC, wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich dich auch schon mal rumlaufen sehen. Ja, Erzähl genau. mal. Also Paderborn kam dazu, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren im Oktober 2015, dann ja nur noch am Wochenende bei meinen Eltern in Hameln war und nur noch am Wochenende so gesehen spielen konnte. Und dann wollte ich mir irgendwas suchen, wie ich unter der Woche auch weiter trainieren kann. Und bin auf den ESV Paderborn gestoßen, der auch eine Dart-Abteilung hat. Damals waren wir 7, 8 Leute in dieser Abteilung 2015, wo ich dann da eingetreten bin. Und auch da ist der Darts-Boom definitiv zu spüren. Wir sind mittlerweile auch über 20 und haben auch seit diesem Jahr eine Turnierserie organisiert. Das ist die erste Turnierserie im Raum Paderborn. Und ja, auch da spielen wir in der Liga. Das geht natürlich nicht im DDV, weil ich da über Hameln schon spiele, Ja. aber wir spielen da in so einer Hobbyliga, der NHDL, Nordhessische Dartsliga, spielen wir damit. Und auch da spielen ziemlich viele gute Leute. Unter anderem Dragutin Horvat ist da auch zu sehen in der Nordhessenliga. Ja, das ist dann so, ich würde nicht sagen nebenbei, aber so der Zweitverein unter der Woche. Und ja, wie du schon angesprochen hast, seit 2019 tour ich auch so leicht auf der PDC-Tour mit rum. Ich bin 2019 in das Sponsorenprogramm vom Dartshop Barsinghausen mit hereingekommen. Da nochmal danke an Frank Lobenhofer, der da Vertrauen für mich entwickelt hat und mich damit aufgenommen hat. Und habe dann 2019 das erste Mal die Development Tour mitgespielt, also die Nachwuchstour der PDC. Und habe da in 20 Turnieren die ersten Erfahrungen auf dem Bereich sammeln können. Und zwei European Tour Qualifiers habe ich mitgespielt in Hildesheim und in, wo war das? Mannheim war das, genau. Ja, und da bin ich ihm dankbar für die Unterstützung, die er mir da gibt. Und Auf jeden Fall. bin da sehr glücklich, mich da ein bisschen weiterentwickeln zu können auf der PDC-Ebene und nochmal zu sehen, okay, im Raum Niedersachsen bin ich jetzt kein schlechter Spieler. Kommt man dann aber deutschlandweit oder so europaweit auf die Turniere, ist man erstmal wieder ganz klein mit Hut Das ist und ein muss anderes Level. erstmal wieder Definitiv, ja. ganz viel Vertrauen entwickeln und tanken können. Und das geht halt nur durch diese Unterstützung. Da zu zählt vor allem mein Sponsor, aber auch Privatleute wie mein Bruder, der mich immer sehr viel unterstützt. Nick Schütte oder unser Vereinspapa, sage ich immer in Hameln, Udo Pommerin in Niedersachsen auch sehr bekannt. Ja. Und auch unsere beiden stärksten Spieler, Mike Langendorf und Christian Bunse, haben da eine große Rolle gespielt, die mich unter die Fittiche genommen haben. Ich sage zu Mike immer, er ist so mein großer Mentor auf die Art, lädt mich öfter zum Training ein. Und ja, Christian kam 2017 zu uns ganz spontan nach Hameln, das war auch eher ein Zufall. Und da hat sich auch eine große Freundschaft entwickelt und er ist mittlerweile einer von 5 deutschen Tourcard-Holdern. Da kann man ziemlich viel Erfahrung mit sammeln, wenn man da so ein bisschen mitschwimmt. Definitiv, definitiv. Und online Ja, genau. bist du auch dabei. Jetzt bin ich da auch dabei. Genau, seit Corona können wir ja nicht mehr in den Vereinsheimen spielen oder keinen Spielbetrieb mehr stattfinden lassen. Und da hat sich diese Initiative entwickelt, sage ich mal, die Online Data Südniedersachsen. Ursprünglich haben das Daniel Zimmer und Marco Jung und Marcel Schneider hier von 96 ins Leben gerufen. Und ziemlich schnell kam dann Benny Langner, der ja letzte Ja, Woche hier war, von den genau. Sharks Heelen und Leon Semmler vom SC Liedersen mit dazu. Und mittlerweile bin ich da auch mit in dem Organisationsboot mit drin. Und wir sind mittlerweile eine Community von über 50 Leuten an Spielern, die sich eine Kamera aufgebaut haben oder das Handy als Kamera benutzen und online über ein Zählprogramm spielen können. Ich auch. Genau, du auch. Du bist da auch mit bei. Und wir haben ja auch dieses schöne Ligasystem jetzt einberufen. Also wir spielen in 4 Contender-Ligen und einer Premier League oben drüber. In der Premier League sind die Top 10 Leute und darunter halt die Contender-Ligen. Und die erste Saison läuft gerade. Die geht noch 3 Wochen. Ab dann könnte die zweite Saison starten mit ein paar Auf- und Absteigern und natürlich auch neuen Leuten. Wenn ihr noch Interesse habt, dann meldet euch gern bei einem von uns. Ihr findet uns bei Facebook und bei Instagram unter Online Data Südniedersachsen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Diese Online-Data Südniedersachsen ist ein Grund gewesen, weshalb ich mir überlegt habe, ich mache auch was und zwar für die Jugend. Ich habe die gleiche Software, die ist von Manfred Büttner, ein Österreicher, ein österreichischer Softwareentwickler.
Und ich muss sagen, die ist sehr, sehr geil. Wir arbeiten parallel mit der Software und per Skype machen wir die Videoübertragung. Und ich muss sagen, es läuft sehr, sehr gut. Und ich habe vor 2 Tagen habe ich eine Liga gegründet, und zwar die Online-Jugenddart-Liga. Da können alle unter 18 Jahre mitspielen, die Interesse haben. Man braucht eine Webcam, man braucht ein Android-Gerät und ja, am besten irgendwie Tablet oder Laptop oder PC, an den man die Webcam anschließt. Und dann kann es eigentlich losgehen. Ihr könnt mich natürlich kontaktieren. Ihr könnt ja meinetwegen auch die Leute von der Südniedersachsenliga kontaktieren. Die leiten das dann weiter an mich. Wer Lust hat, wer Interesse hat, unter 18 Jahre, es ist eine richtig geile Geschichte. Um sich das Ganze mal anzugucken, das kann man natürlich auch. Die Webseite heißt 96dart.my-darts-tournament.de. Da können auch alle Spiele live verfolgt werden. Trainingsspiele, Ligaspiele, Turniere. Es ist eine unheimlich geile Geschichte. Ja, das macht tierisch viel Spaß. Definitiv, ja. Wir sind dir auch sehr dankbar, dass du das mit den Jugendlichen organisiert hast. Gerade in unserer Sportart ist die Jugendarbeit ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn man früh anfängt, dann kann man schon ganz viel erreichen. Wenn man jetzt so guckt, was bei der PDC da schon rumläuft, es sind immer mehr die jungen Spieler, die da große Sachen erreichen, auch in Deutschland. Ja, wir haben hier gerade allein in Niedersachsen viele Namen, die man da so nennen kann. Den Kelvin Taron, unheimlich den Lukas viele. Schwarzbach. Da hatte ich ja letzte Woche schon mit Benny drüber gesprochen. Es ist ein Wahnsinn, was wir hier haben. Ein, ich sag mal, Jugendtalent. Also in der PDC oder da ist er immer noch, zählt immer noch zu den Jugendlichen, zum Beispiel Jeremy, ist jetzt gerade 18 geworden, fällt jetzt also bei der Jugenddartliga raus, aber ansonsten, es ist ein Wahnsinn und von daher, es wird leider Gottes immer noch zu wenig getan für die Jugend, weil Darten immer noch als Kneipensport verschrien ist und somit, ja, die Eltern nicht groß Lust haben, ihre Kids da jetzt abzugeben. Ja. Genau, so ist es. Aber wir merken das gerade in Niedersachsen, dass die Vereinsheime abgeändert werden, renoviert werden. Wir sind seit 2017 rauchfrei in unseren Vereinsräumen und es wird immer mehr für die Jugendarbeit getan und das ist auch in unserer Sportart ganz wichtig. Gibt, ich glaube, im DBH, also im Bezirksverband Hannover, gibt es, glaube ich, nur noch 2 Vereine, die in Kneipen darten. Ja, genau. Alle anderen haben eigene Vereinsheime oder spielen auch in Vereinsheimen von Sportvereinen, wie zum Beispiel wir hier auch, was man hier so schön sehen kann. Das ist also faszinierend. Und da ist es dann auch sehr, sehr gut möglich zu sagen, es ist rauchfrei. Und um schon mal die erste Hürde den Eltern zu nehmen. Ja, so ist es definitiv. Es gibt mittlerweile Jugendligen alleine, auch im DBH weiß ich das, dass es da eine Jugendliga gab, wo man nur unter Jugendlichen spielen kann. Ja. Man muss sich gar nicht unbedingt mit den Erwachsenen messen, aber das ist im Dart sowieso egal. Ein 14-Jähriger kann problemlos gegen den 60-Jährigen spielen und ihn auch problemlos vom Board fegen. Wenn ich sehe, die 11-, 12-, 13-Jährigen hauen mich so vom Board weg, das ist überhaupt kein Problem für die. Da kommt das so viel unfassbar. Nach. Das, das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Ja. Ja, das wurde schon kurz angesprochen, Corona. Erzähl mir, wie wirkt sich das auf dein Privatleben, auf dein Berufsleben? Berufsleben ist ja nun im Studium, ist jetzt momentan, ich glaube, ich nicht allzu viel. Nee, genau. Also ich wäre jetzt eigentlich im Praxissemester. Das ist so mit der spannendste Bereich im Lehramtsstudium, wo man ein halbes Jahr an der Schule ist und auch unterrichten soll und schon mal so reinschnuppert auf die Art, was auch vielen ganz viel bringt, bevor man ins Referendariat geht. Das Studium selbst ist natürlich immer sehr theoretisch und okay, Unterrichtsplanung und wie gehe ich mit Unterrichtsstörungen um und so. Aber erst wenn man dann vor den Schülern steht, merkt man so wirklich, worauf es ankommt. Und es ist halt sehr schade, dass mir das jetzt fehlt. Also ich war 4 Wochen in der Schule, dann ging das mit den Ausgangssperren los und wir konnten auch nicht mehr in die Schule gehen. Das ist schade, definitiv. Bedeutet jetzt für mich, es ist erstmal alles aufs Eis gelegt. Ich sitze zu Hause im Homeoffice und muss Ersatzleistungen abbringen, die dann doch wieder theoretisch und schriftlich sind, indem man irgendwelche Fallbeispiele hat und sich mit denen beschäftigen muss. Schade, es nicht live jetzt machen zu können. Das kommt dann wohl doch erst im Referendariat. Aber es bringt auch so ein paar ganz gute Sachen mit sich.
man kann zu Hause mal wieder ein bisschen ausmisten oder vor allem Zeit mit der Familie verbringen. Also ich bin jetzt während der Zeit nicht in Paderborn, sondern bin bei meinen Eltern zu Hause. Und es ist dann doch ganz schön, auch mal wieder wenig Zeit mit der Familie zu bringen, wo sonst das Studium und der Dartsport so viel Zeit kostet. Ja, ich glaube, nach der Corona-Zeit, wenn die dann irgendwann mal vorbei ist, sehen die Gärten und Wohnungen tipptopp aus, ne? Definitiv, ja. Und die Halden sind ein bisschen größer, weil das sich einiges angesammelt hat. Wird sich in der Gesellschaft auch einiges ändern, denke ich. Was hast du noch für Ziele für dieses Jahr? Zumindest erstmal für dieses Jahr. Also sind Sachen, was ich, privat, dann Studium, ja okay, da weiß man jetzt auch nicht genau. Oder auch in Sachen Darts. Ja, also für 2020 ist hoffentlich nach Corona dann auch wieder die Premier League 2020 in Hameln geplant, wie ich es vorhin schon kurz angesprochen habe. Das ist dann doch so mein Baby geworden bei Hameln 79. Da planen wir Großes und natürlich auch mit meinem A-Team. Wir sind jetzt letztes Jahr abgestiegen in die Verbandsliga zu eurem A-Team, genau, in die Liga mit rein. Spielen da jetzt schon eine recht große Rolle mit, neben Diedersen vom B-Team. Mal schauen, wie das jetzt mit der Saison gewertet wird. Das ist ja noch nicht so ganz raus. Sollten wir in der Liga so bleiben müssen, in Anführungsstrichen, wollen wir dann definitiv nächste Saison, also 2020, 2021, wieder angreifen. Unsere Teamplanung läuft da gerade und ich bin da weiterhin als Captain involviert und wir wollen definitiv wieder den Sprung Richtung Niedersachsenliga schaffen. Und ansonsten war mein 2020 PDC-Jahr ziemlich klein geplant. Aufgrund des Praxissemesters konnte ich dann nicht durch Deutschland touren. Die European Tour Qualifiers sind immer donnerstags abends. Das geht dann nicht, wenn man freitags in der Schule stehen muss. Natürlich. Deswegen spielt mir das sogar ein bisschen in die Karten jetzt, dass alles erstmal in die zweite Jahreshälfte verschoben wird. Wenn das Praxissemester um ist Ende Juni, ist das dann vielleicht sogar doch noch möglich, dass ich da ein bisschen mehr mitspiele. Und ansonsten heißt es Vorbereitung für 2021, wo dann die Q-School gespielt werden soll und dann das PDC-Leben so ein bisschen mehr losgehen soll, ja. Rippchen, vielen Dank. Sehr gerne, ich danke für die Einladung. Ich danke, dass du hier warst, finde ich richtig toll, fand ich echt eine super Sache. Definitiv. Ja, liebe Leute, es hat bei Rippchen nicht allzu lange gedauert, also von 2015 bis jetzt ist keine lange Zeit. Wenn man sich ein bisschen ins Zeug legt, klappt das. Und ich bin mal ganz sicher, dass das bei einigen von euch auch so funktionieren wird. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie immer weiß ich natürlich nicht, wer nächste Woche als Gast hier ist. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Nutzt die schöne freie Zeit. Und macht's gut. Gute Arzt. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bleibt gesund.